Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Moin, Yu-Gi-Oh-Freunde, herzlich willkommen zur neuen Runde von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Heute mit Über den Wolken. Nein, doch. Von den Überlebensduellen brachen weiterhin Schüler zusammen. Jim und Huzzleberry mussten aufgrund extremer Erschöpfung auf die Krankenstation. Das ist genau das, was mit Jaden passiert ist. Plötzlich akute Erschöpftheit, anscheinend verursacht von Duell. Die Frage ist, warum jetzt? Erinnerst du dich, was Jim gesagt hat über die seltsame Energie und dass es an unseren Biobändern liegt? Jim hat ein wichtiges Argument gebracht. Ich wäre nie drauf gekommen. Und wir können diese Dinger nicht abnehmen. Lasst uns, was diese Biobänder betrifft, Viper konfrontieren. Unterdessen stellte Blair ihren Freund Marcel Bonaparte zur Rede, dem es nicht gut zu gehen schien. Marcel, mach langsam, halt an! Oi. Wo willst du hin? Ich habe den ganzen Abend für dich gekocht. Das war nicht für meine Gesundheit, sondern für deine. Kann ich es nicht mitnehmen? Ihr Amerikaner mögt doch Fastfood, oder? Das ist nicht witzig. Du brauchst deine Kräfte zurück. Ah, dann nehme ich nichts. Sieht mir so aus. Als machst du nichts. Du bist schwach. Brauchst essen. Ess jetzt. Oi, Madame. Etienne Gecko rief die besten Schüler der Schule zusammen, um ein spezielles Turnier anzukündigen. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, ich bin Adrian. Danke, dass ihr zu meiner allerersten Duell der Jubiläenparty gekommen seid. Und was ist ein Turnier ohne einen Hauptpreis? Es ist der wertvollste Besitz meiner Familie. Meine Damen und Herren, ich präsentiere euch die Juweldisk. Adrian überließ die Schüler ihren Duellen, während er nach seinem eigenen Gegner suchte. Mit wem soll ich mich duellieren? Diese Entscheidung kann ich dir abnehmen, Gecko. Wer bist du? Dein schlimmster Albtraum. Ich muss schon sagen, ich mag deinen Style. Zuallererst mal bin ich der Chaz. Zweitens, was weißt du schon von Stil? Du hast lila Haare und trägst die alten Wohnzimmervorhänge von deiner Oma. Also, der gute lila Haare stimmt jetzt nicht ganz. Was? Wohnzimmervorhänge? Und weißt du was? Es wird Zeit für dein Umstyling. Was soll das heißen? Keine Ahnung, können wir jetzt loslegen? Warum nicht? Je früher ich dich schlage, desto weniger muss ich mir von deinen schlechten Dialogen anhören. Wenn es nicht schlecht sind, das kannst du laut sagen. Okay, bist du bereit? Chaz? Mein Name ist der Chaz. Los geht's. Wie auch von dem Deck von Jim Crocodile Cook habe ich keine Ahnung von dem Deck von A2N Gecko. Also ich kann bei Jim konnte mich halt auch so ein bisschen von der Serie daran erinnern, was er im Deck hat, aber bei Gecko habe ich überhaupt keine Ahnung mehr. Na gut, habt auch wieder Ahnung mit so einem Wolkendeck, Volkian. Wenn diese Karte die Kampf der Stunde auf Video gelegt wird, Besucher als Besucherung zwei Volkian-Spielmarken in Verteidigungsposition. Die Spielmarken können negativ gut für eine Position irgendwo werden, außer für ein Volkian-Monster. Volkian-Schleierwolke. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden. Falls sich diese Karte auf einer Verteidigungsposition befindet, zerstöre sie. Wenn du diese Karte als Normalbeschwörung beschwörst, lege eine Nebelziehmarke darauf, jedes Volkian-Monster auf dem Spielfeld. Du kannst zwei Nebelziehmarken von dieser Karte entfernen, um ein Monster zu zerstören auf dem Feld. Ja. Wähle ein Monster mit vier oder mehr Nebelziehmarken. Zerstöre es und ziehe dann eine Karte für jede vier Nebelziehmarken. Topf der Tank halt. Wähle 5 Monster in einem Friedhof, mische alle 5 ins Deck, dann zieh 2 Karten. Interessant. Ujamagie. Ach, der kommt wieder in Ujamas. Und dann X-Kopfkanone. Ja, klar. Und doch eine X-Kopfkanone. Ja, ich liebe es. Genau.
Füge deinem Gegner jedes Mal 500 Schaden zu, wenn ein oder mehrere Karten, die er kontrolliert, durch einen Effekt als Worker-Monster zu einem Friedhof gelegt werden. Tja. Aha, interessant. Y-Drachenkopf. Und W-Flügelkatapult. Schwarzes Loch wäre jetzt hilfreich. Diese Karte kann nur als Spielerpumpe, indem du ein Worker-Monster in deinem Friedhof im Spiel entfernst. Diese Karte kann nicht zerstört werden. Falls ich diese Karte in offener Verteidigung zerstöre, sie. Aber pro Spielzug kannst du eine Nebelmarke auf einem Monster auf dem Spielfeld legen. Was bringt denn hier? Ja, ich werde trotzdem verlieren. Diese Karte kann nicht als Spielerpumpe schon beschworen werden. Jeder Kampfschaden, den der Beliebiger aus einem Kampf mit diesem Monster erhält, wird zu Null. Falls diese Karte durch Kampf zerstört wird, verteile neue Nebelzimmermarken in Höhe des Monsters. Ja, schön, aber wenn es halt zerstört wird. Alles pink. Schön. Interessant, ja gut, dann, ja, das tue ich jetzt mit Absicht. Wobei, das wird dann ja eh zerstört, ne? Ja gut. Ich würde mal sagen, wir haben genug von dem Deck gesehen. Wir starten, wir nehmen mein Deck. Warum bin ich so müde? Thank you.
Lude? V-Tigerflieger. Tja. So. Was kann ich denn als Fusionsmonster beschwören? So, normale Monster. Du kannst an der Karte, diese Karte kann nicht zerstört werden, also die kann wieder am normalen Monster und bleibt von Effekten anderer Monster unberührt. Ich möchte ihn einfach mal haben, ne? Ja, die vorher wollte ich die eigentlich nur aktivieren. So, Dille. Tja, tschüss. Nehme ich auch gerne. Na gut, das finde ich jetzt nicht klasse. Tigerflieger. Ja gut, ne? Dann mach ich halt nix, dies Beschwörung. Kann ich ja leider nicht. Interessant. Ach komm! Ach so, stimmt, das habe ich auch noch. Warum hab ich das vorhin nicht gemacht?
Kannst du genau drei normale. Was habe ich denn hier? Was hat denn der für einen Effekt? Du kannst also eine mal drei von dieser Karte abhängen, dann eine andere Karte am Spielfeld wählen, die ein geeignetes Ziel für die Karte Effekt wäre. Ach, ja. Okay, dann halt eben nicht. Schon wieder ein W-Flügel-Katapult. Schwarz und Jama. So. Und gewonnen. Denkst du immer noch, du stündest über allem? Denn von hier sieht das so aus, als ob du nicht mehr tiefer sinken kannst, Chess. Du bist ausgelaugt. Chess, alles okay bei dir? Wonach sieht's denn aus? Kurz nachdem das Duell vorbei war, aktivierten sich die Biobänder. Sowohl Adrian als auch Chess fielen in Ohnmacht, sowie alle Turnierteilnehmer. Ujamagie, ja. VWXYZ Drachenkatapultkanone. Ach stimmt, die gibt's ja auch noch. Die falsche Schlange in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.